Was geht, Leute? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns beiden. Freunde, wie ihr vielleicht am Titel gesehen habt, neues Jahr. Ich werde fast überfahren. Ich glaube, ich muss Platz machen. Ja, muss ich. Okay. Neues Jahr, neue Vorsätze. Wir haben uns gedacht, da wir sowieso einen Minicut vorhatten zu machen. Wieso nicht jetzt? Wieso ganz genau, Neujahr. Wahrscheinlich haben einige von euch Vorsätze. Vielleicht wollen sogar einige eine bessere Form haben. Einfach ein bisschen unnötiges Körpergewicht, sag ich mal, verlieren, damit ihr im neuen Jahr einfach besser aufgestellt seid, damit ihr ja euch fitter fühlt. Und deswegen haben wir gedacht, machen wir jetzt erstmal so eine kleine Diätserie, die 3 bis 4 Wochen lang ist. Einfach damit ihr mitmachen könnt und ihr eure Topform schneller erreichen könnt, einfacher erreichen könnt und mit uns erreichen könnt. Da macht das Ganze, denke ich mal, noch mehr Spaß, als wenn man es so machen würde. Der ein oder andere wird jetzt fragen, hey, macht ihr wieder eine Diät? Aber Freunde, das ist jetzt nur eine 3 bis 4-wöchige Diät. Warum wir das so machen, ist einfach, damit wir im Aufbau nicht zu viel unnötiges Fett, sag ich mal, zunehmen. Genau. Deswegen machen wir eine kleine Periode, 3 bis 4 Wochen, nehmen ein bisschen ab und wir haben das halt, wie gesagt, so gelegt, damit ihr mitmachen könnt, damit ihr in kürzerer Zeit gut Gewicht verlieren könnt. Diese Diät, die wir jetzt machen, wird aber keine Diät, die man auf lange Zeit machen sollte, sondern eine relativ schnelle, aber radikale Diät, wo man relativ viel Gewicht in kurzer Zeit verlieren kann. Ja. Was ich gesagt habe, beziehungsweise was ich sagen wollte, Willi, du hast kaum eine Stimme und gehst ins Gym. Das liegt einfach daran, Freunde, gestern war Silvester. Wir haben auch ein bisschen Alkohol getrunken und ein bisschen Rambazamba gemacht. Deswegen ist meine Stimme jetzt momentan auch komplett weg. Ich war die Tage davor auch minimal angeschlagen, habe auch Rest gemacht. Heute bin ich auch nur relativ leicht ins Training eingestiegen, habe ein Ganzkörpertraining gemacht. Und ihr seht, wir sind heute relativ spät ins Training gegangen. Warum gehen wir so spät ins Training? Ihr kennt uns ja, wir sind eigentlich Leute, die morgens ins Training gehen. Heute ging das nicht, weil wir einfach lange gepennt haben und weil wir ja ein bisschen ausnüchtern mussten vielleicht. Das heißt ausnüchtern, einfach das Optimalste, was ihr machen könnt, wenn ihr trinkt, erstmal das Training vor dem Trinken so weit wie möglich gestalten, das Training nach dem Trinken genauso weit wie möglich. Also wir sind gestern so weit vom Trinken wie möglich. Genau, also ich habe gestern vorm Trinken versucht, so früh wie möglich zu trainieren und heute so spät wie möglich zu trainieren. Hat gut geklappt, Kraft war auch gut im Training, jetzt nicht irgendwie komplett ausgerastet, weil ist natürlich gefährlich, man verliert Flüssigkeit in den Gelenken, deswegen sollte man die schon und nicht zu sehr eskalieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen früh, weil es schon spät. Ich habe noch einige Kalorien offen und ehrlich? Ich bin müde. Ja, ich habe noch. Sollen wir jetzt erstmal sagen, wie unsere... Ich würde sagen, wir gehen morgen darauf ein, was für Kalorien. Genau. Bis morgen früh. Ja. Nächster Morgen, jetzt wird es erstmal Zeit zu gucken, wie viel wir überhaupt wiegen. 79,8 Kilo. Erstmal achtet nicht auf meine Frisur, ich bin gerade erst wach geworden. Mein Durchschnittsgewicht lag letzte Woche bei ein bisschen über 80 Kilo und zwar zack, 80,3 oder so. Das wird nämlich immer hier reingeschrieben, jeden Tag, wie viel ich wiege. Denn das Wichtigste ist, wenn man abnehmen will, wenn man kontrolliert abnehmen will, wenn man sich nicht verrückt machen lassen will von der Waage, sich jeden Tag zu wiegen, wenn man einfach den Durchschnittswert hat und sieht, dass es kontinuierlich runtergeht, weil es nicht kontinuierlich runtergeht, dann muss man da was anpassen, Kalorien ein bisschen runterschrauben oder vielleicht sich ein bisschen mehr bewegen, Cardio machen, wie auch immer, auf jeden Fall. 79,8, meine Stimme ist immer noch nicht ganz da, meine Ohren sind immer noch nicht ganz gut am Start, aber spätestens morgen. Jetzt müssen erstmal die Haare gemacht werden. So, Freunde, das Wichtigste zuerst. Kaffee plus Cookie. So wie jeden Morgen. So, Freunde, wir sind jetzt gerade hier draußen auf dem Land. Schön. Es ist übrigens der nächste Tag, weil es ist hell. Ich hab schon heute gefilmt. Der Junge, der mag euch richtig. Wie viel wuchst du heute Morgen? Ich habe 82,5 Kilogramm gewogen. Boah, ich wiege einfach 2 Kilo weniger als du. Art ist auch ein bisschen größer. Genau, also erstmal, was machen wir hier gerade in so einem schönen Innenausstattungsauto? Genau, wir sind, wie ihr wisst, selbstständig und unser Kunde vermietet und verkauft E-Autos. Und wir machen gerade eine Content Creation. Die Location hier ist einfach nur richtig geil. Ein bisschen hinter Lichtenau, ein bisschen rausgefahren. Und genau, bei mir in der Nähe. Wieder ohne Ende und ohne Witz. Das Thema ist nämlich gerade Sustainability. Unser Kunde heißt nämlich Tess und diese einzelnen Buchstaben haben alle eine Bedeutung. Transport, Energy und Sustainability. Auf jeden Fall machen wir auch ein Image-Video für Tess. Und ich habe mich immer gefragt, okay, Windräder, lohnt sich das denn so krass? Und dann sind wir hier rausgefahren. Hier ist es einfach ohne Witz. Fühlt 30 mal windiger als überall. Die Leute wissen schon, wo die ihre Windräder hinstellen. Das ist richtig krank. Auf jeden Fall können wir jetzt erstmal kurz auf unsere Macros eingehen. Wir sind knapp unter 2000 Kalorien. Also wir haben fast über 1000 Kalorien gedroppt. Also schon haben wir über 1000 Kalorien gedroppt. Wir sind bei 200 Gramm Eiweiß. Ist einfach mehr Eiweiß als sonst, weil wir so ein heftiges Defizit jetzt fahren, weil wir unsere Muskulatur schützen wollen. Und dazu kommt, warte, ich mache die Lüftung ganz aus. Ich glaube, man hört die minimal noch.
Ruhe. Genau, unsere Kohlenhydrate sind auch bei 200 Gramm, haben wir auch versucht, verhältnismäßig hoch zu halten zu unseren Kalorien. Und Fett ist bei 40 Gramm. Das Ganze ist so, dass es einfach eine radikale Reduktion ist. Das Fett ist bei ungefähr 0,5 pro Kilogramm Körpergewicht. Und das Ganze würde auf eine lange Diät keinen Sinn machen, wäre bei einer langen Diät sogar schlecht. Aber wie gesagt, wir machen das Ganze 3 bis 4 Wochen. Was heißt schlecht? Also man könnte anfangen, ja, und dann einen Diet Break machen. Ja, genau. Also es ja. gibt noch ein, das wird aber noch genau. kommen, wenn wir eine längere Diät machen. Genau. Die wird wahrscheinlich dieses Jahr auch kommen. Also nicht so lang wie letztes Jahr, aber eine längere Diät. Und ja. das ist so viel zu unserem Macros. Und habt ihr Bock auf ein Full of Eating oder What We Eat in a Day, dann könnt ihr genau. das direkt mal reinschreiben. Genau. Und wenn ihr bis hierhin geguckt habt, auch ein Like droppen. Genau. Und ich würde sagen, wir machen weiter. Ich würde sagen, dass wir jetzt assi, wenn wir das Auto nicht zeigen. Also übrigens, wir sitzen gerade in einem P100D. Das ist die größte Maschine von dem Model S. Also es ist jetzt windig, Freunde. Also so sieht das Auto von innen aus. Schön Lederausstattung, beiges Leder. Dann haben wir hier das Auto. Wir werden hier auf unserem Instagram-Profil sehen, also nicht auf unserem von Video mir, sondern von dem Coop Instagram, so heißt nämlich unser Unternehmen, das verlinken wir euch mal in die Beschreibung. Ne, Willi? Coop. Wir würden uns über euren Support freuen und jetzt weiterarbeiten. Hashtag CoupleGoals. Freunde, es ist jetzt der nächste Tag wieder und ich habe gerade das Video fertig geschnitten, beziehungsweise bin jetzt schon am Ende. Saskia, bin ich super drauf? Ey, du bist super drauf. Ganz genau, auf jeden Fall wollte ich jetzt nochmal kurz darauf eingehen, was euch in dieser ganzen Serie erwarten wird. Die Serie wird erstmal heißen Baby Shred. Stopp. Das muss hier ja noch besser. Wenn du willst, kannst du mich auch filmen, natürlich. Komm mal ein bisschen näher. Du kannst den Winkel weitermachen, ne? Komm mal ein bisschen näher. Stopp. So, gut. Das ist viel besser, finde ich. Dankeschön, Schatz. Auf jeden Fall, Baby was? Baby Shred. Ja, genau, Baby Shred. Wie bin ich drauf gekommen? Ich habe einfach nachgedacht, ich so, irgendeinen Namen muss diese Serie haben, damit das Ganze eine Identität hat. Dann war es so, dass ich vorm Pennen gehen einfach diesen Gedanken hatte, okay, ne, warum nennen wir den nicht Baby Shred? Wofür steht das Ganze? Erstens, Baby Shred, klein, jung, kurz, im Sinne von Minicut, kurze Diät, kleine Diät, und die einzelnen Buchstaben haben sogar eine Bedeutung. Be a better you, also einfach eine bessere Version von sich selber sein, und das in einer kurzen Zeit, das mit uns zusammen. Das machen wir in dieser Serie. Ihr werdet einfach in den nächsten 3 bis 4 Wochen mit uns runterschredden, wenn ihr überhaupt das Ziel habt. Wenn ihr jetzt das Ziel habt aufzubauen, dann macht keine Mini-Diät, außer ihr habt Bock auf weniger Körperfett, dann könnt ihr das natürlich gerne machen. Für die Leute, die ein bisschen übergewichtig sind oder die einfach viel mit sich rumschleppen, was die nicht mehr haben wollen, einfach kurz mitmachen, diese Diät, und ein bisschen was verlieren oder vielleicht sogar ein bisschen mehr verlieren, dann habt ihr es leichter. Auf jeden Fall werden wir Videos machen jetzt in den folgenden Tagen, wo wir euch zeigen, wie ihr nochmal eure Kalorien ausrechnet, auf was ihr achten solltet in dieser Diät, damit ihr das Ganze auch am Anfang erfahrt. Wir haben, wie schon gesagt, 1000 Kalorien reduziert. Wenn ihr jetzt, das kommt von Person zu Person unterschiedlich an, also unser Körpergewicht mal 2,5, was Kohlenhydrate und Eiweiß angeht, und unser Körpergewicht mal 0,5, was das Fett angeht. So sind die groben Makronährstoffe verteilt bei uns. Das könnt ihr bei euch auch so anwenden. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Serie. Könnt ihr gerne einmal Hashtag BabyShred in die Kommentare schreiben für den Algorithmus, damit wir direkt gut aufgestellt sind. Und das Video liken, uns abonnieren, wenn ihr euch abonniert habt. Und ich würde sagen, man sieht sich im nächsten Video. Und ja, bis dann, ne? Ciao, Freunde.